Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Jetzt wird natürlich erstmal der Hund gestreichelt. Ja, der freut sich auch schon. Und apro. Oh! Ha, tägliche Herausforderung, ein Hund gestreichelt. So, und da war letztens die Frage: Lohnt sich das überhaupt, den Hund zu streicheln? Ja, jetzt sogar in Gold. Ja, erste Herausforderung des Tages geschafft. Ein Hund gestreichelt. So gewürztes exotisches Vogelfleisch. Okay. Ja, hier angeln könnt ihr mal vergessen. Nordopossums gehäutet. Tiere auf dem Pferd verstaut. Ja, das macht man ja automatisch. Der ungeliebte Kopfgeldjäger. Kopfgeld, ja, mit Rest 5 Minuten. Oh, mehr als einer auf einmal. Spielerkopfgeld kassiert. Das wird nix. Ja gut, 200 Tacken verdienen. Das geht wohl. Mittelgroße Tierkadaver und Versorgungsmission. Sammlerstücke verkaufen, 6 Stück finden, Wildblumen, ich liebe es. Ah, tanzen, betrunken mit einem Agieren, oh. Und zweimal an bevorzugten Käufer, das wird schon schwierig. Sieben, ja, 7 Sachen herstellen, legendäre Tiere fotografiert und das Zähigkeitstonikum. Ja, dann gucken wir doch erstmal, ist der Kollege hier, ja gut, der braucht noch. Dann holen wir mal eben die Munition ab. Dann fix in die kalte Ecke. Und dann erstmal, apropos Freude, das war's. Die Community wächst. Ja, ich bin hellauf begeistert. Vielen Dank und herzlich willkommen in der Familie. So, Maske ab und schon geht's los. Jawohl, da haben wir das erste Sammlerstück gefunden. Na komm mal auch rein hier. Will er nicht. Er will es nicht. Ne, jetzt hakt's. Aha. Ist der Controller hier eingefroren oder was? So. Jetzt friert er schon. Dann hämmern wir uns das Tonikum hier rein. Weniger als nichts, gar nichts. Also ab zur Schwarzbrennerei und eben checken, ob der Franzose da auch arbeitet. Derweil kann ich meinen Schluck trinken. Hier sollte nichts. Und dann öffnen wir direkt eben eine Karte für Wildblumen. Damit wir dann auch wissen, wo die Madame ist. Und dann erledigen wir das zuerst. Ich weiß, ich bin heute spät dran. Ja. Also wird das ja hier heute eh nichts, ne? Weil billiges Zeug machen wir hier nicht. Wir machen immer nur vom Feinsten. A fine aroma. I would drink this myself. Das Tanzen oder was das war, das können wir ja noch zum Schluss machen. So, jetzt gucken wir erstmal. Ich meine, wir haben nichts mehr offen. Keine Sammlerstücke. Da ist nichts. Nö. Dann können wir ganz entspannt. Das machen wir auch hier in der Gegend. Die Gegend ist gut. Wildblumen war es, ne? Sammler. Jawohl.
Aber auch mal gucken. Das ist okay hier. Ah, das ist schon wieder nervig, ne? Obwohl, kann man eben nach Rhodes rüber. Wo ist der Jute? Da ist er. Auf jeden Fall Knarre raus. Wir kommen da gleich in die Ecke, wo manchmal der Grizzly auf uns wartet. Oh, was soll denn der Shit hier? Ich hab gar keinen Lust drauf. So, da oben steht noch ein Hampelmann rum. Machen wir aus der Hüfte hier. Auch die können Sammlerstücke dabei haben. Wo versteckt sich denn der eine Hampelmann hier? Ja, da kommen noch zwei, ja? Ich sehe den Vogel gar nicht. Wo ist der? Genau, Augen zu und durch. So, Hinterhalt beseitigt, immer gut. Und dann sammeln wir hier mal eben. Ich hoffe, dass wir hier was einsammeln. So gar nichts dabei. Nö. Nee, das auch nicht hier. So. Nix. Salbei, ja toll. So, Herr Schulze, kommen Sie ran hier. Auch ein bisschen querfeld ein. Ich weiß gar nicht, warum das Navigationssystem uns. Oh, das sind mittlere Tierkadaver, ne? Das Navigationssystem hier. Oh ne. Das ist die nächste Aktion. Das wollte ich aber doch entspannter haben. Wo ist das? Ah, genau da. Ne, da habe ich jetzt keine Lust zu. Dann gucken wir da später nochmal vorbei. Aber da jetzt doch mal so ein Geballer. Oh, 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 oh. Hey, not so fast, sir. Ah, hier rechts ist es.
und da unten eine gesuchte Person. Halleluja. Dann scheint hier die Aktion verschwunden zu sein. Dann können wir da mal eben gucken. Da haben wir auf jeden Fall noch was zum Einsammeln. Das Geierei. Ist hier noch irgendwas? Nö. Manchmal ist hier doch noch, weiß ich nicht, eine Tarotkarte und was nie alle. Oder da unten ist noch was zum Ausbuddeln. Tja, da ist heute hier nicht viel zu holen. Aber wir sollen ja Tiere verstauen. So, wohin ist das abgeschmiert? Oh, da hinten ist es. Das Pferd aber perfekt, ne? Nämlich schlecht. Aber dafür geht's gut. Und jetzt stellt sich die Frage, kann ich ein Lager aufschlagen? Oh, super. So, exotisches war das, ne? Gewürztes exotisches Vogelfleisch. Alles klar. Besser kann man das Gold ja nicht mitnehmen. So, was brauchen wir sonst noch? Verfolgungspfeil können wir mal eben nachmachen. Schadet auch nix. Oh, so viel Tierfett haben wir gar nicht mehr. Und die 7 Sachen fertig. Dann düsen wir jetzt erst eben ins Lager. Spenden da mal eben das, was hier dran hängt. War doch so, ne? Mittelgroße Tierkadaver gespendet, ganz genau. Das heißt. We're well stocked for the time being. Wir spenden nur die beiden. I suppose this will do. Und hier müssen wir jetzt noch eins draufpacken. Groß. Hab ich da gerade einen Fuchs gehört? Da ist er. Ja, ich sehe das Rote da auch auf der Minimap, aber interessiert. So, da haben wir die 5.
spenden wir den auch nochmal. Supplies are good. I'm a happy man. Ich denke, das sind Wölfe, aber da, ja, gehen wir natürlich gucken. Na klar. Oh, jede Menge, ha? Da ist aber richtig was los, oder? Das habe ich noch nie gesehen. Kann die denn überhaupt drauf gehen? Nein. Ja komm, wir müssen ja eh in die Richtung. Ach, jetzt ist das weg hier, wo die... Das Pflänzchen ist. Komm, Mädel. Spring auf, es kann losgehen. Oh, 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 oh. Da habe ich mich schon mal mächtig verschätzt. Ja, das wäre auch ein mittelgroßer Tierkadaver gewesen. On a route. I can't believe it. We'll have to come up with a better story than that. My sister will never let me hear the end of this if she finds out. Oh, this is all I need right now. Wir geben jetzt hier alles. Wir müssen sowieso dahin das Pflänzchen einsammeln. Und wenn wir das haben, geht's direkt nach Rhodes. Das Wetter wird wieder gut, ne? 7 Grad Regen. Wer braucht das? Here's hoping the doctor ain't fishing for once in his life. Meine Güte. So. Thank you. Here. Thanks for this. So, jetzt holen wir uns erstmal hier die Karte. Dann können wir hier noch irgendwas ausbuddeln. Oh, hier oben ist es nicht. Dann geht's hier hoch. Oh, da unten ist der Kojote. Also zumindest war gerade das Fragezeichen zu sehen. Da hinten ist er. Dann nehmen wir mal eben das Tarntonikum. Dann haben wir vielleicht eine Chance, ihn zu fotografieren.
Aber wo ist der? Ich habe ihn nur gerade gesehen. Oder ist jetzt verschwunden? Tja, er ist weg. Da war ich dann wohl zu zaghaft. Gut, dann holen wir uns das Pflänzchen. Da ist es. Ja, die Straßensperre ignorieren wir auch. Jetzt ja gar keinen Bock drauf. Komm aus dem Baller nicht mehr raus hier. Da ist es. Hohoho. Da ist das Plänzchen. So, solange die Nummer da unten mit den Steuerbeamten steht, können wir keine Schnellreise machen. Da. Opossumse. Zwei Stück, ne? Brauchen wir, glaube ich. Das läuft ja heute. So, ist der Fall erledigt. Dann geht's jetzt auf nach Rhodes. Schluck trinken hier. Ja, alkoholfrei. Falls das die Frage war. So, das Pflänzchen ist genau da. So, dann könnte ich mal mir die Fälle verschnacken. Aber wenn ich die auch noch im Lager spende, kriege ich ja nichts mehr unter, naja. I'm here if you change your mind. Oh, da oben ist auch noch eine Karte. Sehen wir näher, wo die Madame ist. Hier beim Hehler kann man auch mal vorbeischauen, ne? Heute nix. Gut.
dann ist das so. Und weiter geht's. Da haben wir wieder genau das, was wir brauchen. Das ist ein mittelgroßer Tierkadaver. Der muss ja auch gar nicht gut sein. Jetzt kriegen wir das alles ja gar nicht unter. So, hier ist heute nix. Das können wir natürlich auch noch mitnehmen, ne? Einen Kojoten oder einen Fuchs. Na gut, wird uns noch über den Weg laufen. Oh, was haben wir da? Ach, da haben die wieder einen gefangen genommen oder so. Nee, nee, das machen wir jetzt nicht auch noch. Wollen uns ja nicht verzetteln, ne? Haben wir nicht gesehen. Sag mal. Kojote ist ja auch mittelgroß. Uns mal das Pflänzchen. Das steht doch meist hier oben irgendwo. Was ist das denn? Ach, da. Stimmt, so lange wie ich da das Ding in der Hand habe, wird das nichts hier. So, dann haben wir auch das. Karte weg. Wo ist die Madame? Auch nicht da oben bei Innsbruck. Ah, doch, genau hier. Ja gut, das hilft ja nichts, ne? Oh, hier kann ich kein Lager aufschlagen. Aber hier auch nicht. Kein Lager in der Nähe von Gegnern aufschlagen, ist keine Gegner. So, eben ab zum Lager. Die Nummer hier spenden. No, I'm getting quite used to having you around. Docks are looking good. I'll take whatever I can get. Dann können wir eben die Mission annehmen, dann kann er weiterarbeiten. Oh, nee! After a few hours, the effects are rather pleasant. Definitely a perk of the trade. Anyway, I seem to be going through it at quite a rate. Oh, man. Could you track down some ore for me? Just make sure you ride careful with it.
Ja, das unter 5 Minuten ist schon eine Nummer, ne? Ohne dass man den Wagen zerlegt. Ja, kann ich mich mal schön beeilen hier. Naja, das müssen wir jetzt einfach ignorieren. Muss ja nicht um alles kümmern, ne? Das Pferd geht jetzt so ein bisschen schief hier. Ja, die Wölfe bleiben dran, ne? Aber damit 5 Minuten Rest, da müssen wir schon Gas geben hier. Zumal wir ja gleich echt, boah, auch ein bisschen vorsichtiger fahren müssen. So, hier schon mal absteigen. Nachher hört sich auch nicht mehr so gut an, ne? Hört ihr das? Man muss hier aufpassen. Aber wenn man da hinten das Dynamit trifft, dann hat der Wagen schon Schaden. Irgendwas klimpert hier. Ja, wenigstens so ein paar Looten hier, oder? Und hier liegt noch eine Karte. Die nehmen wir natürlich noch mit. So, jetzt aber nichts hier weg hier. Und dann aufpassen, dass nichts an die Chemikalien kommt. Steht es, rücksichtsloses Fahren oder Kollision zu beschädigt den Chemiewagen. So, ich habe so ein Ding schon kaputt gekriegt, ja. Also geht, ich kann das. So, erstmal hier Olli durchziehen. Da vor uns spawnt an und für sich auch gleich einer, da ist er. Eben kurz abwarten hier. Wo bleibt der andere Knaller? Da kommt er. Da. Und jetzt habe ich hier schöne Chemiewagen festgegurkt. Ach komm, was soll's. Da ziehen wir jetzt durch. Das soll aber aushalten, oder? Oder auch nicht. Oh nein, ausgerechnet heute. Da seht ihr das schon, ordentlich Schaden genommen. Gut, wenn man da nicht trifft, wird's nicht besser. Ja. Und die Zeit im Nacken. Ich gebe wirklich alles. Und da kommen die nächsten Pfeifen.
können mit dem Wagen hier jetzt nicht so übers Gelände humpeln. Dann fliegt er mir nachher noch um die Ohren, ne? Weil wie gesagt, ich habe das schon geschafft, so ein Ding zu zerlegen. Und da kommen nämlich noch mehr von diesen Deppen. Da mit der ungepflegten Waffe hier. Gibt's doch nicht, da kommen noch mehr davon. Das kostet ja jedes Mal mehr Zeit, als ich habe hier. Und der Wagen, seht ihr das? Wie viel Schaden der nimmt. Und die Zeit läuft, super. Meine ich Ihnen das mit 5 Minuten Rest? Da muss man sich schon ranhalten. Nice work. So, auf nach Annisburg. Oder wie das hieß, ne? Da ist es. Auf zur Madame. Achso, können wir eben die Knarre putzen. Kollegen mal im Füttern hier. Ich wollte sagen, jemand habe ich doch hier gehört. Und auf zu Madame. Also die Gegend hier mag ich auch nicht so, ne? What? Oh Mann. Oh, und... Ah, ich weiß auch nicht. Ich hätte euch nicht so lange arbeiten sollen. Also die Gegend ist auch schon, die mag ich überhaupt nicht. Ja, super. Das jetzt auch noch hier. So, den brauchen wir auch nicht komplett. Dann nehmen wir nur den Pelz mit. So viel zu dieser Gegend hier, ne? Ehrlich. Schön ist das nicht.
Da haben wir schon die Musik. Und die freundliche Begrüßung. Der Madame. Jetzt kaufen wir erstmal die Karte nach. Und jetzt verschnacken wir irgendwas hier. Das kann weg. It is worth seeking this out. Not a bad find. Damit haben wir die drei Dinge verkauft. Haben wir letztes Mal schon aufgeräumt, das kann auch weg hier. It is worth seeking this out. Ich denke, das passt soweit, ne? Ab geht's. Was hat denn jetzt Herr Schulze hier für... Da muss man hier nochmal eben gucken. Manchmal ist hier noch was, was man ausbuddeln kann. Gut, heute nicht. Dann schauen wir mal eben, was brauchen wir noch. Boah, jede Menge, seht ihr das? Also, Naturkundler. Ja gut, das mit dem Tonikum könnte man hinkriegen. Ne? Tanzen kann man hinkriegen. Sammler ist durch. Händler. Da fehlt noch eins und das noch. Ja, das wäre dann der Kopfgeldjäger. Aber kein freier Lagerplatz, wenn ich das schon immer lese hier. Dann düsen wir jetzt in die kalte Ecke. Denn mir läuft ja mal wieder die Zeit davon. Ich hab keinen Bock auf so einen Kopfgeldjäger. Hier mal ein paar kalte Füße holen. Da muss doch irgendwann mal frieren hier. Erledigt der Fall. Komm, wir prüfen das hier mal eben. Vielleicht ist da ein legendärer Bison. Er lässt sich ja immer recht easy fotografieren. Obwohl, vielleicht haben wir hier auch einen einfachen... Ah! Meine Güte! Schulz hat heute ein Eigenleben. Ach komm, nehmen wir den noch an, was soll's denn? Wir können ja trotzdem hier mal eben in die Richtung reiten. Aber ich glaube... Oh, 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 oh. Ne, geht ja nicht. Wir müssen ja den Typen da einsammeln. Für den legendären Bison ist es, glaube ich, zu früh, ne? Ja, das passt nicht. Und hier die Teernummer gleich. Wenn wir den früh genug aufscheuchen, dann reitet der, glaube ich, Richtung Valentine. Und dann haben wir das mit unter 5 Minuten auch gepackt. Wenn wir uns jetzt mal vorher was Gescheites hier genehmigen.
So, duckt man sich jetzt einfach und tut nur so, als ob. Und den müssen wir ja, glaube ich, nicht lebendig abliefern. Kopfgeldjagd mit einer Restlaufzeit von 5 Minuten abgeschlossen. Also. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Ich hab Bock auf Stress. Da muss man mal ein bisschen Stress machen hier. Dann flieht der. Und der flieht in die richtige Richtung, das kann ich euch so sagen. Könnte man auch machen, ne? Machen wir aber nicht. So, komm, beeil dich hier. So, jetzt hebt den Ofen fertig hier. 5 Minuten. Müssen auf der Uhr bleiben. Und das ist so, man kann sich da groß verstecken. Aber ganz ehrlich, einmal Bock auf Stress. Ne? Dynamit schmeißen, gut ist. Dass sie hinter mehr gepfeffert kommen gleich, das kann man alles ignorieren. Wer ein schnelles Pferd hat, sagen wir mal so. Ja, meine Sprüche kann ich nicht ignorieren. In der Story kann man den Leuten ja direkt einen über den Schädel ziehen, dann sind die ruhig. Ich glaube, jetzt kommt uns gleich der Zug entgegen hier. Da ist er. What the devil? Da ist auch noch was einzusammeln. Aber jetzt gehen wir den erstmal ab. Da hört man schon. Ja, ganz genau. Der ist es. It's all there for you. Hope it was worth it. Hier ist auch noch was zu holen. Ja, ich kann das ja nicht liegen lassen. Es ist egal, wie knapp die Zeit ist. So, mal eben gucken, wie weit der kommt. Ah, falscher Knopf. Da wollte ich doch gar nicht hin. Es kann sich nur um Stunden handeln. Hello. Hey, move!
Also mein Pferd ist heute wirklich richtig nervös. Ich habe keine Ahnung. Ab nach Hause hier. Da wollte ich hin. So, und gucken wir mal eben. Allgemein haben wir ja ein bisschen was geschafft. Jetzt brauchen wir noch zwei Dinge. Also, Händler, ein mittelgroßes Tierchen, dann eine Runde tanzen. Ich hätte lieber, also wirklich viel lieber, ein Tierchen fotografiert. Jetzt noch hier was Mittelgroßes. Mein Gott. Da muss doch irgendwo noch ein Kojote rumlaufen hier. Ein Hase. Ein Truthahn. Da haben sich selbst die Tierchen angerempelt hier. Das Gequieke gehört. Da, Produktion abgeschlossen. Könnten sogar noch Geld verdienen. Ich brauche einen Truthahn. Ein Truthahn, ein Hasen. Keine Ahnung, ein Fuchs. Hase, da war's. Wo ist der hin? Da. Wo kriege ich jetzt noch ein legendäres Tierchen her? Keine Lust. Na gut, es geht nicht mal Lust, ne? Docks are looking good. Okay, this'll have to do. I'll take whatever I can get. So ist das auch erledigt. Also. Eins fehlt uns noch. Naturkundler, legendäres Tier fotografiert, wäre echt am besten gewesen. Zwei Minuten lang getanzt, dann ist das so. Weil hier den Kopfgeldjäger, das ist nicht. Händler, da jetzt drauf zu warten. Wie weit ist der Kollege? Das dauert noch zu lange. Mein Gott, es ist das Ende. Oh, das klingt so. Schwarzbrenner. Am Ende der Folge kann man eine Runde tanzen mittendrin. Es ist auch mächtig langweilig, außer hier würde jetzt noch das Schwein auftauchen. Dann würde ich das fotografieren. Was sagt die Uhr? Ja, da ist die Stunde schon fast voll. Ach mein Gott, und ich kann ja auch mal tanzen hier, oder? Da geht's nämlich los, nur noch 5 Minuten Zeit. Also, mach mal Mucke. Und jetzt, wo die Community gewachsen ist, ne? Also, wächst ja gefühlt permanent. Da kann ich ja hier auch mal ein Freudentänzchen machen, oder? Ja, komm, haut rein. So, was nehmen wir denn da? Sorglos. Sorglos klingt toll, oder? Sorglos finde ich immer gut.
Und so viel Zeit haben wir ja nicht mehr, ne? Ihr wisst ja, nach einer Stunde ist Schluss. Mehr geht nicht. Nein, weiter tanzen hier. Oh, erste Minute geschafft. Ah, ich liebe diese Bar. So ein altes Kellergewölbe. Kronleuchter. Gute Musik. Und ich finde echt coole Tapete, ne? Also ich finde es hier gemütlich. Jawohl, wir haben es geschafft. 0103. Und jetzt aber raus hier. Ja, ja, genau. So, dann haben wir beim nächsten Mal direkt die Chance, Schwarzgebrannten zu verschnacken. Und der Kompagnon im Lager ist auch so gut wie fertig. Das heißt, wenn es da ans Geld verdienen geht, da sind wir dann ganz weit vorn. So, jetzt noch einmal hier was für die Gesundheit tun. Und dann geht's aber ab nach Hause. Die Stunde ist fast voll. So. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Leitet mal vielleicht das ein oder andere Short an eure Bekannten, Freunde, Verwandten, Nachbarn. Ihr wisst Bescheid, einfach weiter, dass die Community hier weiter wächst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son. Play for fun.